MV-Reporterin Moni ist heute in Wismar vor dem Sana-Hanse-Klinikum verabredet. Seit dem 16. März 2020 gelten hier Besuchereinschränkungen. Aktuell ist der Zutritt in das Klinikgebäude nur mit einer Ausnahmegenehmigung gestattet. Diese Regelung ist Teil des Corona-Schutzkonzeptes des Klinikums. Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind beim MV-Reporter hier aus Wismar. Ich befinde mich auf dem Klinikgelände des Sana-Hanse-Klinikums in Wismar. Bin mit dem Geschäftsführer hier verabredet, Michael Jürgensen. Und wir wollen sprechen über das Schutzkonzept für das Klinikum. Michael Jürgens ist seit 2013 Geschäftsführer am Sana-Hanse-Klinikum. Wir sprechen mit ihm über das Schutzkonzept für Patienten, Mitarbeiter und Besucher. Das Konzept wurde von einem Mitarbeiterteam in Absprache mit der Geschäftsführung entwickelt. Das Thema ist ja heute Schutzkonzept, Herr Jürgensen. Vielen Dank erstmal, dass Sie Zeit für uns hatten. Meine erste Frage wäre also, wie sieht das aktuelle Schutzkonzept vom Hansa-Sana-Klinikum aus? Na, Schutzkonzept, das ist relativ einfach. Abstand halten, Maske aufsetzen, Hygienemaßnahmen, desinfizieren und möglichst wenig Patienten, Angehörigen und Körperkontakte. Und so ziehen wir das seit 16.03. durch. Der 16.03. diesen Jahres ja letzten dann ab. Jahres. Letzten Jahres, also schon über ein Jahr. Hat sich denn da auch was getan? Hat sich da was verändert? Wurde es an einigen Stellen lockerer, an anderen strenger im Laufe der Zeit? Also wir haben zwischendurch ein bisschen Feintuning gemacht, mussten teilweise ein bisschen anpassen. Wir waren auch mehrfach mit bestimmten Situationen konfrontiert, wo wir dann auch anders handeln mussten. Mal ein bisschen strenger, mal ein bisschen leichter, je nachdem, wie die Situation in der Klinik war. Jetzt das Stichwort ja Impfen bei ganz, ganz vielen. Ich durfte auch schon mir meinen Pieks abholen. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie hatten schon Ihren zweiten. Erleichtert das die Arbeit? Eigentlich nicht, weil die ganze Zeit über wir nicht hundertprozentig wussten, wie der Impfstoff dann letztendlich auch vollständig wirkt. Deswegen gab es die ganze Zeit über das identische Hygieneregime. Wir wussten ja auch nicht, wer geimpft ist auf dem Gang. Und deswegen haben wir es ganz konsequent durchgezogen, die ganze Zeit über. Okay. Und meine letzte Frage wäre, gibt es denn jetzt vielleicht eine Änderung? Also irgendwas, dass man weiß, Mensch, in 8 Wochen darf ich wieder jeden Besuch, den ich besuchen möchte? Also wir sind aktuell in einer internen Diskussion, um für Angehörige das Prozedere ein bisschen aufzulockern. Im Moment sind wir ja Hochsicherheitstrakt und wir wollen gerne für Geimpfte, für Leute mit Negativtest oder auch für Genesene dann wieder freigeben. Also insofern, es ist eine Perspektive vorhanden. Herr Jürgensen, allerherzlichsten Dank für Ihre Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Zu den Sicherheitsvorkehrungen im Sana-Hanse-Klinikum gehört außerdem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Das gilt für Patienten außerhalb des eigenen Zimmers sowie für Mitarbeiter. Zudem sind alle Personen angehalten, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Eine regelmäßige und konsequente Händedesinfektion ist ebenfalls vorgeschrieben. Maßnahmen, die einen möglichst hohen Infektionsschutz gewährleisten. So viel also zum Schutzkonzept hier im Sana-Hanse-Klinikum in Wismar. Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wenn es wieder heißt MV-Reporter unterwegs für Sie. Bis dahin, tschüss. In der nächsten Ausgabe der MV-Reporter berichtet Moni Mück über die Hotel- und Gaststättenbranche. Sie geht der Frage nach, was es bei der Öffnung für sicheren Tourismus zu beachten gilt.